Moin, moin. Ich möchte euch mein Ritual im Zusammenhang mit der Ahnenkerze zeigen. Ich hatte heute das Bedürfnis, dass ich sie entzünde. Ich gehe da wirklich immer so meinem Bauchgefühl nach. Das ist mir ganz wichtig. Und das ist ja die Ahnensägenkerze, die ich ja jetzt ja, seit längerem schon anbiete mit dem Einhornsägen. Sie ist von mir gesegnet und geweiht, also mit Ölen und mit einem bestimmten Spruch. Und wenn ihr sie bestellt, bekommt ihr einen Spruch noch dazu, den ihr auch gerne verändern könnt. Und ich nehme jetzt die Kerze. Verbinde mich da schon in Gedanken mit den Ahnen und freue mich, mit ihnen in Kontakt zu treten. Ihr als meine Ahnen, bekannt oder unbekannt, zeichnet mir den Weg, damit ich mich in dieser Welt manifestieren konnte und weiterhin kann. Durch unsere Verabredung ist ein Band entstanden, welches in dieser Welt gilt und sich über Jahrtausende und über viele Inkarnationen hinweg gebildet hat. Ich bin dankbar für diese Möglichkeiten durch euch, geliebte Ahnen, mich menschlich auszudrücken. Ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die sich mir durch euch bieten, auch wenn ich sie oft nicht verstehe, oft nicht im Bewusstsein halte und auch oft als falsch beurteile, was menschlich und emotional zwischen uns geschehen ist oder geschieht. Ohne die ganzen Verknüpfungen der körperlichen Begegnungen auf dieser Erde wäre ich nicht das Wesen, welches ich hier und jetzt zum Ausdruck bringen möchte und welches ich bin. Gesegnet bist du, gesegnet bin ich, gesegnet sind wir. Amen. Ihr als meine Ahnen, bekannt oder unbekannt, zeichnet mir den Weg, damit ich mich in dieser Welt manifestieren konnte und weiterhin kann. Durch unsere Verabredung ist ein Band entstanden, welches in dieser Welt gilt und sich über Jahrtausende und über viele Inkarnationen hinweg gebildet hat. Ich bin dankbar für diese Möglichkeiten, durch euch, geliebte Ahnen, mich menschlich auszudrücken. Ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die sich mir durch euch bieten, auch wenn ich sie oft nicht verstehe, oft nicht im Bewusstsein halte und auch oft als falsch beurteile, was menschlich und emotional zwischen uns geschehen ist oder geschieht. Ohne die ganzen Verknüpfungen der körperlichen Begegnungen auf dieser Erde wäre ich nicht das Wesen, welches ich hier und jetzt zum Ausdruck bringen möchte und welches ich bin. Gesegnet bist du, gesegnet bin ich, gesegnet sind wir. Amen. Ihr als meine Ahnen, bekannt oder unbekannt, zeichnet mir den Weg, damit ich mich in dieser Welt manifestieren konnte und weiterhin kann. Durch unsere Verabredung ist ein Band entstanden, welches in dieser Welt gilt und sich über Jahrtausende und über viele Inkarnationen hinweg gebildet hat. Ich bin dankbar für diese Möglichkeit, durch euch, geliebte Ahnen, mich menschlich auszudrücken. Ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die sich mir durch euch bieten, auch wenn ich sie oft nicht verstehe. Oft nicht im Bewusstsein halte und auch oft als falsch beurteile, was menschlich und emotional zwischen uns geschehen ist oder geschieht. Ohne die ganzen Verknüpfungen der körperlichen Begegnungen auf dieser Erde wäre ich nicht das Wesen, welches ich hier und jetzt zum Ausdruck bringen möchte und welches ich bin. Gesegnet bist du, gesegnet bin ich, gesegnet sind wir. Amen.
Ich lasse die Kerze jetzt meistens so lange brennen, wie sie brennt. Wenn es über Nacht ist, also ja wirklich viele Stunden, stelle ich sie meistens raus, mache dieses Hütchen drauf und stelle sie raus und lasse sie durchbrennen. Das müsst ihr aber nicht. Also ihr könnt euch jetzt auch noch meditativ hinsetzen und wirklich in den Kontakt mit denen angehen. Das war heute für mich nicht dran. Also ich habe es oft schon gemacht, dass ich mich mir vor die Kerze gesetzt habe. Dann habe ich das meistens drunten oder draußen gemacht und habe mich vor die Kerze gesetzt und habe meditiert und habe letztendlich die Impulse bekommen, um vielleicht auch das eine oder andere zu bereinigen, anzuschauen nochmal, die Emotionen zu heilen, irgendwelche Krafttiere mit reinzuziehen, die Einhörner mit ins System reinzuziehen, Heilungssymbole mit reinzuziehen, die habe ich dann meistens auch noch so um mich herum liegen, denn wenn ich das tue. Also folge da wirklich deinem Impuls. Also vielleicht hätte ich das eher aufnehmen sollen. Ich sitze oft im Kreis der Einhörner denn mit der Kerze und ja, ziehe so ein Symbol, vielleicht noch ein zweites. Heute ging es für mich darum, für meine Ahnen ein Segen zu entzünden, wieder zu entzünden. Ich weiß nicht warum, aber die letzten paar Tage sind echt ein bisschen wirr. Sie sind energetisch total geladen und ich fühle so ein, wie soll ich sagen, so ein Weltschmerz gerade momentan, weil so vieles auch passiert, wo ich denke, das muss eigentlich alles nicht mehr sein. Und dann komme ich raus aus diesem Bewusstsein und das Ego spielt wieder eine Rolle und ja, und unsere Ahnen haben einfach gemacht. Die konnten nicht so viel nachdenken, hatten keine Zeit dafür, weil sie Essen und Lebensraum besorgen mussten. Da haben wir ganz viel Freiheit und wir haben jetzt die Aufgabe, die Emotionen nochmal anzuschauen und unser Sein wirklich auszubreiten. Das konnten sie oft nicht, wenn wir uns nicht von allem ablenken lassen. Ja, genieß den Kontakt mit deinen Ahnen und ich wünsche dir alles Liebe. Deine Nicole. Ciao.